das Brandenburger Tor. Ein 20 Meter hohes Bauwerk mit zwei Torflügeln an den Seiten. Gekrönt wird das Triumphtor von der Quadriga. Die römische Siegesgöttin Victoria lenkt den Streitwagen mit seinen vier Pferden. Wohl jeder hat das Tor schon einmal gesehen, aber kaum einer kennt seinen Ursprung. 1788 kommt es zu einem wichtigen Ereignis in Preußen. Friedrich Wilhelm II. Kann ein für ihn sehr wichtiges Bündnis schließen mit Großbritannien und der Republik der Niederlande. Das möchte er gebührend feiern und baut sich hier ein Triumphtor. Für die, die mehr wissen wollen, gibt es in direkter Nähe das Brandenburger Tormuseum, The Gate Berlin. Eine Multimedia-Show zeigt 300 Jahre Historie in 20 Minuten. Ein Roundup wie gemacht für den modernen Touristen, der gerade auf Städtereisen meist wenig Zeit hat. Die Zeitreise in Bildern setzt thematische Schwerpunkte, etwa auf die sogenannten goldenen 20er. Die werden abgelöst durch die Hitler-Diktatur. Nationalsozialisten marschieren durchs Brandenburger Tor. Erinnert wird auch an die blutige Niederschlagung des Volksaufstandes 1953 in der DDR. Mit dem Bau der Berliner Mauer 1961 steht das Brandenburger Tor im Sperrgebiet zwischen Ost- und West-Berlin. Bis zum Mauerfall 1989. Seitdem gilt das Tor als Symbol der deutschen Wiedervereinigung. Ob zu Silvesterfeiern oder als Fanmeile zur Fußball-WM, heute ist das Brandenburger Tor Deutschlands bekanntester Ort für Großveranstaltungen. Und die Touristen, die lieben es. Die Pracht des Gebäudes, seine Höhe und die Figuren an den Säulen, das ist wirklich spektakulär. Ich fühle mich vor diesem großen Tor sehr klein. Ich bin zum ersten Mal in Europa und habe so etwas Großartiges noch nie gesehen. Wer das Brandenburger Tor mitnehmen möchte, kann sich in einem der vielen Souvenirshops eine Mini-Ausgabe kaufen. Als Erinnerung an einen ganz besonderen Ort in Berlin.